Ist euch da aufgefallen, dass ich das Ganze in Full HD hochgeladen habe? Wenn nicht, nicht schlimm. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Eurotruck Simulator 2. Ja, ne? Gut, heute gibt's wieder etwas, ein kleines bisschen zum Kanal zu sagen. Und zwar habt ihr mal auf die Qualitätseinstellungen der letzten Folge gesehen? Ist euch da aufgefallen, dass ich das Ganze in Full HD hochgeladen habe? Wenn nicht, nicht schlimm. Mir wäre es auch nie aufgefallen, weil ich ja eh nie auf solchen Qualitätseinstellungen schaue. Aber dennoch, wem es sofort aufgefallen ist und wer es vielleicht auch sogar schon benutzt hat, diese Full HD-Funktion, der kann es mir jetzt mal hier in die Kommentare schreiben, aber wirklich nur, wenn ihr es auch schon gestern gemerkt hattet und nicht, als ich euch jetzt gerade darauf aufmerksam gemacht habe. Gut, ich hatte jetzt nämlich beschlossen, einige Projekte oder erstmal eine Zeit lang ein bisschen zu testen, wie dazu ist mit, ach nee, Auftragsangebot muss ich nicht Radio, ein bisschen zu testen, wie das ist mit Full HD Videos etc. Wo bin ich eigentlich? Einen Moment, da bin ich, gut. Und, ja. Wollte ich dann einfach mal so ausprobieren. Hab dann gestern gedacht, komm, mach's einfach mal. So als Überraschung. Quasi. Hab dann einfach mal den gestrigen Eurotruck Simulator 2 Part in Full HD encodiert und hochgeladen. Ist gar nicht so viel mehr Arbeit. Wenn ich dann vielleicht irgendwann mal eine bessere Leitung haben sollte, dann kann ich auch ganz easy alles in Full HD hochladen. Heute kam dann zusätzlich noch kein Feed the Beast. Tut mir richtig leid. Generell kam heute kein Minecraft. Ich dachte mir erst, komm, mach einfach Mineverse Wild stattdessen als Ersatz. Dann habe ich mir aber so gedacht, nee, du wolltest ja wieso demnächst mit einem neuen Projekt anfangen. Und zwar Lego Marvel Super Heroes. Und ich denke, ihr ahnt schon, worauf ich da hinaus will. Ich hatte ja auch damals bei Lego Herr der Ringe schon die Demo gezeigt. Habe ich dieses Mal auch gemacht. Es ist ja hier bei uns in Deutschland erst am 15. November verfügbar. Und deshalb einfach für mich easy jetzt hier die Demo zu zeigen. Ne? Und ja, leider auf Englisch, weil ich es auf Deutsch nicht gefunden habe. Sorry dafür. Upsasa. Hallo, jetzt würde ich auch gerne mal raus hier. Dankeschön. So, gut. Leider nicht auf Deutsch, weil ich es dort nicht gefunden habe. Aber ich muss sagen, ein wunderschönes Spiel. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Macht riesig, riesig Spaß, das Spiel. Mir zumindest die Demo-Version bis jetzt. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel im weiteren Lauf entwickeln wird. Und, ja, ne? Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich würde mich schon auch auf jeden Fall über eine positive Bewertung freuen. Ganz einfach, weil es ein Neustart von einem Projekt ist sozusagen oder ein neuer Anfang. Und der erste Part kommt immer gut, wenn der viele Likes hat und viele, ja, Klicks und so. Na, einfach, weil ihr mich dann besonders damit unterstützen würdet. Aber nun gut. Das soll jetzt hier auch gar nicht das Thema sein, sondern warum kommt Feed the Beast heute nicht? Ganz einfach, mein Launcher funktioniert nicht mehr. Also ich habe heute Morgen Feed the Beast gestartet, wollte das schön aufnehmen. Und dann einfach nur abgeschmiert. Und ich dachte mir, okay, gut, lädst du halt nochmal neu runter, machst du auf Force Update. Und dann wollte ich es starten. Can't download. Ganz einfach, warum? Weil der Launcher bei mir schon von Anfang an verbuggt ist. Ich frage mich, wieso, warum ich da, oder ich frage mich bis heute, wie ich das damals hinbekommen habe, dass ich die Feed the Beast Lite Version überhaupt zocken kann, weil normalerweise ist das eigentlich bei mir nicht drin, mir dort im Launcher irgendwas runterzuladen. Und nun gut, ich bin da dran, das Problem zu fixen. Ich habe jetzt schon den McManius gefragt, der spielt ja auch Feed the Beast, ob der mir nicht, meine oder generell eine Feed the Beast Version schicken kann. Das wäre dann seine, das wäre Ultimate oder irgendwie sowas. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Und ja. Ne? Ich denke, da kann man auch die Light-Welt weiter drauf spielen. Wäre zumindest ziemlich, ziemlich nice, muss ich sagen. Und ja, ne? Fände ich richtig geil.
wenn das so gehen würde. Zur Not frage ich ihn oder bitte ich ihn mal ganz lieb, dass er mir vielleicht die Lite-Version runterlädt und mir dann die Dateien schickt, weil es funktioniert bei mir nicht mehr. Es geht einfach gar nichts mehr bei diesem Vize-Beast-Launcher. Wirklich ein großes Sorry dafür, aber es geht einfach nicht. Es will nicht funktionieren. Ich habe den Launcher mehrfach runtergeladen, neu runtergeladen, die alten Dateien mehrfach neu gelöscht und es ging einfach nicht. Es funktioniert nicht. Ich habe es als Administrator ausprobiert, ich habe den PC neu gestartet, ich habe alles gemacht, was mir so eingefallen ist. Vielleicht wisst ihr da irgendwie Rat oder vielleicht könnt auch ihr mir diese Version schicken, die Vize-Beast Lite Version. Und da könnt ihr mich dann per PN kontaktieren, hier auf YouTube. Und nun gut. So viel dazu, heißt Vize-Beast fällt auf Näheres oder bis ich da irgendeine neue Version habe oder irgendwas anderes, fällt das erstmal aus, weil es geht einfach nicht, ich kann es ja nicht mehr spielen, ist eigentlich schade drum, aber nun gut, es geht halt nicht anders. Und stattdessen, statt Vize-Beast, kam dann heute halt Lego Marvel Super Heroes. Finde ich persönlich richtig geil, dass das so gut gepasst hat eigentlich. Ich mache das jetzt nicht nur, weil Lego Marvel Super Heroes heute kommen sollte. Ja, ich hatte es sowieso für heute angesetzt. Ich wollte deswegen Skyrim ausfallen lassen. Ich hatte dann durchgerechnet, das passt so, dass das hier vom Release von Marvel Super Heroes dann noch fertig ist. Und wollte ich dann einfach ausfallen lassen, Skyrim. Aber was soll's, dachte ich mir, ne? Wenn Vize-Beast heute eh nicht funktioniert, lädst du Skyrim einfach noch mit hoch. Du hast ja den einen Part. Und ja, hat mir auf jeden Fall zugesagt sozusagen. Ist also gar nicht so schlimm. Es kam mir dann heute trotzdem noch ein wunderschönes Video. Muss ich echt sagen, bei Lego Marvel Super Heroes habe ich mir relativ viel Mühe gegeben mit der Nachbearbeitung. Einfach weil ich denke, man hört das, dass ich in die Zwischensequenzen immer versucht habe lauter zu drehen. Also deutlich lauter. Weil das Spiel generell an sich sehr, 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 sehr laut ist. Da musste ich das in dem Part, wo ich rede, ziemlich leise drehen, damit man mich noch versteht. Und dann in den Parts, wo ich halt nicht rede, oder in Abteilen, wo ich halt nicht rede, habe ich es relativ laut gedreht. Das hört man auch teilweise, da geht es sofort hoch. In einer Szene sagt der Hulk zum Beispiel, also so ganz leise. Und dann dieses K-Angry kommt richtig laut. Hört sich vielleicht ganz komisch an, also Hulk angry! Aber nun gut. Da hätte ich dann vielleicht einen besseren Übergang finden können, aber nun gut. Ups, sorry, bin ich ans Mikrofon gekommen. Sollte nicht ganz zu schlimm sein. Ich generell finde es gut zum Schluss. Da gab es ein oder zwei Lags drin. Da hatte ich, glaube ich, so eine halbe Sekunde Asynchronität drin, heißt, dass ich eine halbe Sekunde zu früh vor dem Spiel geschehen war. Blöd kann ich nicht ändern, weil dort einfach Lags drinnen waren oder drinnen waren generell. Und ja. Ne. Ist mir auch erst aufgefallen, als ich schon hochgeladen hatte dann. Und dann wollte ich es nicht nochmal runternehmen und neu encodieren. Vor allen Dingen der Full HD. Ich sag mal so, es dauert knapp 10 Minuten länger als alles andere hier. Bis jetzt und ja, es wird dann so langsam sich jetzt das Full HD, denke ich, auf meinem Kanal erstmal einfinden. Ich denke wirklich, morgen werden schon alle Videos in Full HD kommen, heißt Minecraft, Euro Truck und Landwirtschaftssimulator werden wirklich alle in Full HD kommen. Macht euch da mal keine Sorgen. Auch wenn ich keinen Full HD Monitor habe, ich kann ja dennoch immer in, ich sag mal, 1600:900 aufnehmen. Es ist mehr als 720p, aber auch nicht ganz Full HD. Ich denke, eine etwas bessere Qualität sollte mit Full HD gegeben sein als bisher. Vielleicht nicht viel besser, aber man sollte doch einen kleinen Unterschied merken können. Ich sollte mal tanken gehen. Ups, das war gut. Ich freue mich auf jeden Fall richtig auf den 15. November. Das wird ein wunderschönes Spiel. Ich habe jetzt schon gesehen, dass einige schon bei Part 15 oder so sind von dem Let's Play. Es sind keine Engländer oder so, es sind tatsächlich Deutsche. Die haben sich dann wahrscheinlich die Version aus dem Ausland geholt, weil das ganze Spiel ist eigentlich schon seit dem 22.10. verfügbar. Aber wie gesagt, ich möchte es halt gerne für den PC auf
einer deutschen Version spielen. Generell ist die andere Version auch deutsch. Man kann einfach die Sprache umändern. Aber ich möchte es halt gerne auf Steam downloaden und auch am 15. November dann anfangen damit. Ne? Hatte ich ja auch bei Lego Herr der Ringe auch so gemacht. Es gab da auch schon Leute, die es vorm Release rausgebracht haben. Ne? Und das ist mir, oder offiziellen Release hier bei uns in Deutschland. Und ja, das ist mir generell nicht ganz so wichtig, sag ich mal. Es ist zwar schön, wenn man mit einer der Ersten ist, weil dann auch viele auf den Kanal stoßen und man sozusagen neue Zuschauer bekommt, aber ja, ne? Nicht ganz so wichtig, muss ich sagen. Und ja, wie gesagt, Lego Marvel Super Heroes unbedingt anschauen. Ein ganz, ganz schönes Spiel. Ich bin echt hin und weg. Ich freue mich so auf den 15. November. Und ja, boah, das wird so episch, das Spiel. Vor allen Dingen, ich bin ja jetzt in den Zwischensequenzen immer leise, aber ich lache da teilweise schon. Ich denke, ich werde es demnächst, am 15. November im Part dann vielleicht auch, oder im ersten oder zweiten Part direkt dann auch nochmal fragen, ob ich mich in den Zwischensequenzen muten soll. Und heißt, so machen wie bisher oder nicht, weil ich finde so eigentlich wesentlich professioneller, seriöser und irgendwie geiler, als wenn ich dann inzwischen die Sequenzen da hänge und geier. Und ja. Also es heißt nicht, dass mir das Spiel jetzt keinen Spaß macht oder so, ne, aber ich finde es halt einfach, ja, es wirkt professioneller, wenn man das bei meinem Kanal so sagen darf. Wenn ich mich in den Zwischensequenzen halt mute oder mich generell, ja, einfach meine Tonspur dann rausschneide im Schnittprogramm, anstatt dort zu lachen. Ja, ich musste tatsächlich schmunzeln, zum Beispiel die Szene, wo der Hulk da durchgerannt ist. Also, da sagt Tony Stark, ja komm, wir sollten einmal, wir sollten uns vorsichtig überlegen, wie wir vorgehen, so ungefähr, und dann der Hulk rennt einfach durch und der dann Tony sagt, okay, gut, wir können auch einfach unseren Weg freischlagen. Und dann, da musste ich schon lachen. Na gut, jetzt bei der Aufnahme, die ich hochgeladen habe, vielleicht nicht mehr, weil wie ihr im Part bemerken werdet, so, weil ihr schaut euch das Video ganz sicher an, ne? Ist das schon der vierte oder fünfte Versuch gewesen, dieses Video aufzunehmen. Im ersten habe ich natürlich noch gut lachen können, ne? Dann schmierte aber das Spiel ab. Im zweiten ein bisschen, dann konnte ich die Charaktere aber nicht mehr steuern. Bei der dritten Aufnahme, da kam ich gar nicht zu den lustigen Zwischensequenzen, weil ich ganz einfach am Anfang direkt gesagt habe, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Projekt von mir. Und dieses Zurück, das wollte ich einfach nicht drauf lassen, weil es ist einfach kein Zurück, das ist ein komplett neues Projekt. Da muss ich dann einfach normal neu anfangen. Und dann bei der vierten Aufnahme wieder die lustigen Zwischensequenzen. Da konnte ich leider nur noch schmunzeln, weil ich es einfach mittlerweile irgendwie 3-4 Mal hintereinander gehört hatte. Und ja, irgendwann, wenn man es so oft hintereinander hört, verliert das auch irgendwann einen Witz. Sorry, aber das ist bei allem so. Und ja, da kam dann halt meine Mutter rein. Beim fünften Mal, da saß ich dann wirklich vorm Rechner und hab mich eigentlich nur gelangweilt, bis die Zwischensequenzen durch sind. Weil das Spielen an sich macht Spaß, aber wenn man halt die Zwischensequenzen so oft gesehen hat wie ich, dann, ja, ne, das ist so, wie wenn man in einem Spiel ganz, ganz oft stirbt, und dann immer wieder die Zwischensequenz angucken muss, dann nervt die irgendwann auch. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Heißt nicht, dass ich da an einem Spiel keinen Spaß habe, aber es war schon einer der mehreren Versuche. Oder ein weiterer Versuch. Gut, der Part hier ist dann auch schon vorbei, ne? Ich hoffe, ihr habt alle auf Full HD geguckt. Könnt mir vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, stimmt, wie ihr diese Full HD-Funktion findet. Generell, ob ihr das dann vielleicht guckt. Wenn nicht, dann denke ich, werde ich das erstmal wieder deaktivieren, zumindest bei Euro Truck. Und vielleicht auch bei Minecraft, weil ich denke, das sind Spiele, wo man Full HD jetzt nicht unbedingt braucht. Und, nun gut, auf jeden Fall könnt ihr mir dann schreiben, was ihr denn davon haltet. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Kommentar mit angesprochenen Themen wäre nett.
Oder generell eine positive Bewertung oder was auch immer, ne? Tschüss.